Gegen Ende des Kirchenjahres hören wir zum 33. Sonntag im Jahreskreis einen Abschnitt aus dem 13. Kapitel des Markus-Evangeliums. Auf das Evangelium vom vergangenen Sonntag, in dem Jesus auf das Beispiel der armen Witwe am Opferkasten im Tempel hingewiesen hat, folgt im Markus-Evangelium nun das 13. Kapitel. Das 13. Kapitel wird auch die kleine Apokalypse im Markus-Evangelium genannt. Es beginnt mit dem Hinweis Jesu, dass der Tempel niedergerissen werden wird. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht niedergerissen wird. Und darauf folgt die Frage der Apostel: Sag uns, wann wird das geschehen? Und was ist das Zeichen, dass dies alles sich vollenden soll? Die ganze weitere Ausführung Jesu in diesem Kapitel kann man im Grunde als einen Versuch der Antwort auf diese entscheidende Frage stellen. Die ganzen weiteren Ausführungen Jesu in diesem Kapitel kann man im Grunde als einen Versuch Jesu verstehen, diese Frage der Apostel zu beantworten. Unser heutiges Sonntagsevangelium besteht nun aus zwei Teilen. Im ersten Teil geht es um das Kommen des Menschensohnes und im zweiten Teil um den Zeitpunkt im Vergleich mit dem Blühen des Feigenbaumes. Aber in jenen Tagen nach jener Drangsal wird die Sonne verfinstert. Aber in jenen Tagen nach der großen Drangsal wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn in Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird die Engel aussenden und die von ihm Auserwählten aus allen vier Windrichtungen zusammenführen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum. Sobald seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So erkennt auch ihr, wenn ihr das geschehen seht, dass er nahe vor der Tür ist. Amen, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Der erste Teil, die Verse 24 bis 27, sind zusammengestellt aus zahlreichen alttestamentlichen Zitaten. Jesus greift auf 5 bis 6 Stellen aus dem Alten Testament zurück. In den Versen 24 und 25 sind es zwei Stellen aus dem Buch Jesaja, Jesaja 13,10 und Jesaja 34,4, zwei Stellen aus dem Propheten Joel, Joel 2,10 und 2,31 und alle Stelle aus dem Propheten Ezechiel, Ezechiel 32, 7 bis 8. Aus diesen Prophetentexten sind diese endzeitlichen Bilder entnommen. Die Sonne, die sich verfinstert, der Mond, der nicht mehr scheint, die Sterne, die vom Himmel fallen, die Erschütterung der Kräfte des Himmels. Im Vers 26 kommt dann die Bildwelt aus dem Propheten Daniel in den Blick. Das ist Daniel 7, das Bild von dem Menschensohn, der in den Wolken kommt mit Kraft und Herrlichkeit. Die Frage, die in der Exegese sehr unterschiedlich beantwortet wird, ist, wovon hier nun die Rede ist. Redet Jesus immer noch vom Schicksal des Tempels? Geht es um das
Ende des Tempels, um die Zerstörung des Tempels? Oder geht es hier schon um ein viel größeres Thema? Geht es um das Geschehen der Endzeit, um das Ende der Welt, beziehungsweise die Wiederkunft des Menschensohnes? Oder versteht Jesus beides zusammen? Versteht er das Schicksal des Tempels als das unmittelbare Vorspiel des Endes der Welt? Diese Fragen werden in der Exegese sehr, sehr unterschiedlich beantwortet. Es ist auch keineswegs allgemeine Überzeugung, dass im Vers 26 die Wiederkunft des Menschensohnes angesprochen wird. Denn zunächst einmal heißt es nur, dass der Menschensohn in den Wolken kommt. Wohin er kommt, wird nicht klar gesagt. Man kann es auch so verstehen, dass er zu Gott kommt, dass Jesus hier sozusagen die Vollendung seiner Sendung anspricht, dass er als der Menschensohn vor Gott beglaubigt wird und seinen legitimen Platz zur Rechten Gottes einnimmt. Darauf folgt dann aber in Vers 27 ganz deutlich ein Gerichtsbild, die Aussendung der Engel und die Zusammenführung der Auserwählten vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Diese großen endzeitlichen apokalyptischen Bilder führen dann ab dem Vers 28 zu einem ganz alltäglichen Bild, lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum. Der Feigenbaum bietet sich hier an für den Vergleich, weil er ein Baum ist, der im Winter seine Blätter verliert. Im Unterschied zu den meisten anderen Bäumen in Palästina, die eher immergrüne Gewächse sind. Jesus vergleicht die großen Ereignisse, von denen er gerade gesprochen hat, mit dem ganz natürlichen Ablauf des Jahres, mit dem Blühen und Vergehen und wieder saftig werden eines Baumes. Auch hier stellt sich dann wieder die Frage, welche Geschehnisse sind gemeint? In Vers 29 heißt es, so erkennt auch ihr, wenn ihr das geschehen seht, dass er nahe vor der Tür ist. Ein schwierig zu übersetzender Satz. Wenn ihr das geschehen seht, was ist gemeint? Der Untergang des Tempels, die Ankunft des Menschensohnes, das endzeitliche Gericht oder alles zusammen? Dass er nahe vor der Tür steht. Diese Übersetzung ist nicht unbedingt zwingend. Das griechische Wort kann genauso gut mit er, sie, es übersetzt werden. Es kann also auch übersetzt werden, ihr erkennt, dass es nahe vor der Tür ist, das Geschehen nahe vor der Tür ist. Oder in manchen Übersetzungen heißt es dann, dass das Ende vor der Tür steht. Hier in der Einheitsübersetzung wird es ganz stark auf den kommenden Menschensohn gedeutet. Er ist nahe vor der Tür. Im Vers 30 folgt dann über eine überraschend konkrete zeitliche Einordnung des Geschehens. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Auch hier wieder die Frage, was ist gemeint mit das alles? Die Zerstörung des Tempels oder das Ende der Welt? In der christlichen Deutungsgeschichte dieser Stelle wurde auch diese Generation immer recht unterschiedlich gedeutet. Es wurde auf die Geschichte der Christen bzw. die Geschichte der Menschheit insgesamt gedeutet. Das natürlich dann, wenn man eine endzeitliche Deutung dieses Verses im Blick hat. Man kann es natürlich auch ganz unmittelbar und wörtlich auf die Zeitgenossen Jesu deuten. Dann liegt es eher nahe, das Geschehen auf die Zerstörung des Tempels zu deuten. Der Tempel wurde ja
dann im Lauf des Jüdischen Krieges im Jahr 70 zerstört, also etwa 40 Jahre und damit im biblischen Sinne etwa eine Generation nach der Kreuzigung Jesu. Jene Stunde und jenen Tag kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Diese Worte weisen dann jede Eindeutigkeit in der Datierung zurück. Und sie machen auch klar, dass es hier nicht im engeren Sinne um eine apokalyptische Rede geht. Denn dann würde man eben gerade spekulieren über Zeiten und Fristen. Aber genau das wird hier abgelehnt und zurückgewiesen und ganz dem Wissen und der Vollmacht des Vaters im Himmel überantwortet.